Während ich eingesperrt war, hörte ich ein Poltern im Keller. Der Kerl muss sturzbetrunken gewesen sein. Was da wohl passiert ist? Okay, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come. Ich bin mal wieder eingesperrt worden. Ich, wie viel Uhr haben wir es denn? Wir haben es 4 Uhr. Wir müssen dringend jetzt zum täglichen Morgengebet. Die kommen Salve. Jetzt... Salve. Und Vize Lukas. Wir haben uns jetzt erstmal noch nicht zu erkennen gegeben. Ich war wirklich nur in der Küche, Leute. Ich war nur in der Küche. Okay, ich laufe langsam. Oh Gott, noch langsamer kann ich gar nicht laufen. Den Steuerstick kann ich nicht noch weiter langsamer drücken. Oh. Pass auf, wo du hingehst. Alter. So, ich schließe mich jetzt hier an. So, das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt dieses scheiß Mönchsleben jetzt erstmal unentdeckt fortführen. So, und derweilen. Oh mein Gott, ja. So, jetzt müssen wir hier erstmal 2 Stunden hier dieses Gebet hier anhören. Perfekte Tarnung. So, Vesper Gemeinschaftsabendmahl, genau um 6, morgens um 6. Dann 8 Uhr, 8 bis 12 Uhr Arbeit in der Werkstatt mit den Brüdern. 4 Stunden. Und Bibliothek auch nochmal 4 Stunden Arbeit. Alter, ey. Ich habe keine Zeit, Leute. Ich habe keine Zeit. Ich muss doch herausfinden, wer ist. Zugeteilt von Bruder Nevlas. Okay. Das ist absolut wichtig. Da muss ich dran teilnehmen. Auch mit den Ausrufezeichen muss ich dran teilnehmen anscheinend. Würde ich einfach mal schätzen. Weil bei dem Gemeinschaftsessen steht nichts. Und beim Vesper steht auch kein Ausrufezeichen dran. Alles klar, wie sieht's denn aus? Energie, Sattheit. 120 Sattheit, was? Gut, jetzt warten wir ab, bis wir hier erstmal fertig gesungen haben. Ist es morgens oder? Nee, ist es morgens eh. Na klar. Amen. Oh Gott. Ich habe leider nicht irgendwie andere Bücher noch mit, ja, damit ich da noch, weißt du, in der Zeit, während wir hier beten, könnte ich auch was Sinnvolles tun. Lesen zum Beispiel, ja. Bruder Nevlas, das ist er hier, er ist der Anwärter. Ist auf jeden Fall ein Jüngerer. Da ist der Joachim, hier ist der Lukas. Und Antonius, und wo ist denn der, Konstantin? Konstantin ist nicht da. Okay, also Konstantin scheißt auf die, Richtlinien. Ja, sage ich ja, Amen. Okay, haben wir fertig? Bitte? Jetzt 1 Stunde. Ne, wir machen jetzt keine Minute. Es gibt keine Schweigeminute, es gibt eine Schweigestunde hier, ja. Was zur Hölle. Gut, Thronschlüssel habe ich hier, Münzkutte. Ja, komm, wir lesen nochmal in dem Klosteralltag hier. Ja.
Bis ich's weiß jetzt hier alles. Gemeinschaftsessen. Arbeit in der Werkstatt. Gut. Nachmittag, Festbar. Gut, passt schon. Darf ich hier rumlaufen? Oder muss ich stehen bleiben? Ich habe wirklich Angst, wenn ich jetzt hier mich umsehe, also laufe, dass das total auffällig ist für die. Ja? Aber es ist wirklich nur... Also der Konstantin, der fehlt hier. Der ist nicht aufgetaucht zum Morgengebet. Das ist die Frage, was macht der? Oder war das der Typi? Oder war es Konstantin, den wir besoffen hier nachts... wir haben ja jetzt hier noch eine Quest bekommen. Nächtliche Gelage, finde heraus, was im Keller vor sich geht. Ah gut, haben wir direkt ausgewählt schon. Perfekt. Aber es wird mir hier nicht angezeigt, ne? Problem ist nur, wenn wir erwischt werden, dass wir im Keller abends rumschnüffeln, kriegen wir doch auch wieder Ärger, richtig? Oh Mann. Ey, ich sag ja, das wird eine sehr schwere Quest jetzt werden. Weil ich mich einfach zu glatt für sowas anstelle. Das ist einfach so. Oh Mann. So, haben wir es jetzt hier oder was hier? Okay, der Pfarrer, sag ich mal dazu, der Obermönch. Oder ist es der... Das ist der Kater... Ach, das ist der Prior. Okay, gut. Pass besser auf, Bruder. Sein Ernst. Okay, die Quest habe ich jetzt noch nicht abgeschlossen, oder was? Zum Morgengebet? Ja, habe ich. Okay. Es muss erst aufploppen, dass es ich geschafft habe. Dann gehe ich erst raus, weil sonst Strafe. Dürfen wir jetzt gehen? Dürfen wir jetzt gehen, Leute? Was ist denn hier? Das ist wirklich eine ganze Schweigestunde. Warum? In dieser Zeit ja hätte ich wichtige Sachen machen können. So, es ist 6 Uhr gleich. Dann gibt's Festbar. Aber wir sind ja eigentlich satt. Theoretisch müssen wir ja nicht zum Gebet, zum Festbar. Wir müssen, zum Frühstück meinte ich. Wir müssen ja theoretisch... Wieso hat es nicht aufgeploppt? Ah, okay. Aufgabe. Okay, wir müssen jetzt. Wir haben eine Quest bekommen. Speise mit den anderen. Hm. Antonius. Da ist der Lukas. Nee, das ist der Joachim. Kann ich mit ihm reden? Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Der Älteste. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung. Womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Alles klar. Was hältst du von den anderen Novizen? Komm, wir fragen ihn mal. Von den anderen Novizen. Also wir kennen ja nur Lukas und Antonius. Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Okay. Was weißt du über Lukas? Niemand weiß viel über ihn.
Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen? Mhm. Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Okay. Ich habe weitere Fragen, bitte. Das mache ich gar nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Nein, das tue ich auch erstmal nicht. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde. Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Okay, er hat sein altes Leben gelassen, weil er eh nicht der Erbe seines Vaters werden konnte und eh keine Zukunft in seiner, wie nennt sich denn das hier, Erbschaft, Folge, keine Ahnung. Ja, er hatte einfach keine Zukunft mit seinem, also in dem Gutshof von seinem Vater, okay. Wen würdest du zum Abwählen? Wen würdest du zum neuen abwählen, wenn du könntest? Warum fragst du? Wie alle anderen Mönche stehen bleiben, voll geil. Und wir sollten uns da nicht einmischen. Ich frage bloß, mehr nicht. Ich bevorzuge Johann, aber wie gesagt, es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Es reicht, dass Antonius sich einmischt. Fang du nicht auch noch an. Okay, mischt sich in dieser Angelegenheit ein. Ich hätte da auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Fragen. Ja, erklär mich mal auf hier. So, wer hat hier im Kloster das Sagen? In Wahrheit alle außer uns. Aber offiziell okay, Peter. Und schon bald ein anderer. Als ob bleibt es eine gleich. Arbeit und Gebet bleiben unberührt. Gibt es schon Anwärter für den Posten des neuen Abtes? Bruder Johann und Bruder Nevlas. Die anderen streiten sich deshalb wie die Tiere. Aber es gibt nichts, weswegen wir uns streiten müssten. Alles klar. Okay, warum ist es so wichtig, wer gewinnt? Warum ist es so wichtig, wer gewinnt? Wir sind jung und verbringen hier den Rest unseres Lebens. Und der Abt bestimmt über unser Leben. Kam dir nie in den Sinn, wie mächtig er ist? Okay. Warum dürfen Novizen nicht wählen? Sie sagen, wir sind nicht erfahren genug, um zu entscheiden. Okay, das bleibt auch gleich. Keine Sorge, wir kommen schon irgendwann zum Zug. Danke. So, erzähl mir grundsätzlich mal was von dem Leben hier. Arbeiten, beten. Okay, das bleibt auch gleich. Kann ich ihn unterbrechen? Ja, wunderbar. Gibt es Zwistigkeiten unter den Brüdern? Seit die Wahl des neuen Abtes Thema wurde, ist es hier wie in einem Hornissennest. Okay, seltsam, das ist auch gleich geblieben. Das bleibt auch gleich. Wer ist hier für was verantwortlich? Welche Rollen haben die einzelnen Mönche hier? Das jemand müsste auch gleich bleiben. Jemand kümmert sich um die Bibliothek, jemand um den Garten. Der Abt überwacht alle und in seiner Abwesenheit der Prior. Aber die Zirkatoren sollten dich mehr interessieren. Sie sorgen dafür, okay, das dass bleibt wir uns auch an die gleich. Regula halten. Sie können sehr streng sein. Wenn du Strafen vermeiden möchtest, verhalte dich stets korrekt und verrichte deine Arbeit. Natürlich. So, zurück. Ich danke für dieses Gespräch erstmal. Eilst du zum... Warum so in Eile? Eilst du zum Gebet? Ey, wir waren gerade beim Gebet. Das ist ein Mönch. Zirkata Johann. Ah, wir können ja mit dir mal quatschen. Oder nicht? Friede sei mit dir, Bruder. Doch. Ich heiße Gregor und bin neu hier. Ich weiß. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Und oft. Du musst wissen, ich bin ein Zirkator. Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula halten und ihre Arbeit verrichten, damit alles so läuft, wie es soll. Und wenn das einmal nicht der Fall ist? Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner Maßregelung, oder, Bruder? Wegen der Wahl des Abts, ich möchte dich etwas fragen. So, wegen der Wahl des Abts. Oh, komm, wir fragen ihn alles aus. Erzählst du mir mehr darüber? Frag mich, was du willst. Alles klar, er ist sehr offen.
Erzähl mir über Nevelas. Was geht hier im Kloster vor sich? Ich möchte dir helfen. Das alles interessiert mich nicht wirklich. Okay. Erzähl mir etwas über Nevelas. Nevelas ist schwach, zahnlos und voller heißer Luft. Mir ist nicht gewahr, wie jemand glauben kann, er könne einen guten Abt abgeben. Genug. Ich will nichts mehr von ihm hören. Okay, er ist nicht gut. Ich wüsste gerne, was hier vor sich geht. Die jungen Brüder meinen, sie hätten nicht dieselben Rechte wie wir, die schon den Großteil unseres Lebens hier verbracht haben. Und wenn schon, man muss sich seine Sporen verdienen. Nevelas lügt, wenn er sagt, er wolle Fehler berichtigen. In Wahrheit kümmert er sich nur um Privilegien für ihn und seine Anhänger. Das ist die Frage. Ich möchte dir helfen? Ah, mein Gott, ich möchte mich da nicht einmischen eigentlich. Wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Ah, ich... Okay. Danke für die Antwort. So, dann fragen wir hier nochmal. Was können wir denn hier? Wer hat hier das Sagen? Erzähl mir etwas über das Leben. Ich interessiere mich nicht. Erzähl mir was über die Novizen. Was kannst du mir über die Novizen sagen? Oder hatte ich mit dem schon gesprochen? Ja, ihr seid hier, um eure Hingabe zu Gott zu zeigen und ein Klosterleben zu führen. Nach einem Jahr kannst du dein Gelübde ablegen und ein vollwertiger Bruder werden. Eigentlich wollte ich Genaueres über die einzelnen Brüder erfahren. Okay, wir haben schon mit ihm gequatscht, oder? Joachim ist ein komischer Kauz, aber eifrig. Vielleicht etwas zu eifrig. Konstantin ist ein geselliger Bursche, aber etwas zu weltlich für einen Mensch. Mhm. Ja, doch, wir hatten mit ihm schon darüber gequatscht. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Okay, das ist Novize Antonius. So, jetzt laufen wir mal Richtung Mittagessen, sage ich schon. Frühstück. Von der vierten Stunde aber bis zur sechst sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der Sechst und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich yes. lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der achten Stunde. Dann okay, ich muss mich wirklich zwischen die setzen. Oder was hier? Eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk. Gut, dann essen wir mal. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Okay, wir dürfen nicht mit den Leuten sprechen, weil es darf hier nicht gesprochen werden. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Hut. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Alles klar. Wie viel Uhr haben wir es denn? Wir haben es gleich 7. Um 8 sind wir dran mit, was war das jetzt, in der Werkstatt, glaube ich. Irgendeine Arbeit verrichten. So, wir haben immer noch nicht mit Novize Konstantin gequatscht. Wo ist denn der? Unglaublich, unglaublich. Ja, Leute, wir sind halt Mönch, ne? Frühstück und so weiter. Wichtigste Mahlzeit des Tages. Oh. Alles klar. Lesung beschäftigt sein. Und das wissen wir ja schon. Durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur vierten Stunde die notwendigen Arbeiten. Alles klar. So, sind wir jetzt, haben wir fertig? Nach der sechsten Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihrem Bett liegen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der Arbeit. Okay. Gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken okay, die Quest sagt, okay, wir müssen echt jetzt warten, bis wir die Quest hier einschlägt, oder was? Aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar verdammt, ich kann nicht ins Inventar gucken.
Um 8 ist jetzt hier. Oh Gott, ey, das kann doch was werden, ey, ungelogen. Ungelogen, ey, was zur Hölle. Hat er jetzt die Klappe hier halten oder was? Ah, er ist fertig, okay. Okay, wir dürfen nicht mit den Leuten hier reden. Das ist eine Strafe, sonst werde ich schon wieder eingesperrt wahrscheinlich. So. Okay, die ersten stehen schon auf. Dann stehe ich auch auf. So, Sattheit 100% haben wir. Okay. Bruder, Novize, Lukas, Joachim. Okay, ich esse mal. Da kommt der, wie heißt der, Zikator. Oh mein Gott, warum? Wer guckt auch, ey? Oh, verdammt, die Sonne. Die Sonne blendet mich gerade so sehr. Oh, durchs Fenster. Verdammt. Oh. Jetzt muss ich wirklich bis 8 Uhr warten, bis die jetzt hier fertig gegessen haben, oder was, ey? Ist das unglaublich. Ah! Einen für Mama, einen für Papa. Geh zum Arbeiten in die Werkstatt, melde dich bei Bruder. Was? Bei wem? Okay, ich stehe mal auf. Was stand da? Melde dich bei Bruder irgendwem. Stopp. Questlog. Optional, geh zur Arbeiten in die Werkstatt, melde dich beim Bruder Nevlas am Alchemietisch. Okay, das ist super. Okay, wir müssen echt immer warten. Fällt überhaupt nicht auf, wenn wir rückwärts laufen, oder? Hier ist der Garten. Und hier war ja, glaube ich, die Werkstatt. Nee, hä? Dort. Da, 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 da. Reden? Es naht Böses. Ich spüre es in den Knochen. Was meinst du? Sie begannen zu schmerzen, kurz bevor sie Scarlets zerstörten. Und jetzt schmerzen sie wieder. Aber mehr als letztes Mal. Ich sage dir, es braut sich etwas zusammen. Ist falsch liegen. Außerdem wird Gott. Ich quatsch doch mal mit Antonius. Ich suche sagen, ich ihm sagen, dass du nach Pius suchst. So. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Ich weiß nicht, hatte ich mit ihm darüber schon gequatscht? Über Joachim noch nicht. Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir das Leben zur Hölle. Okay, er ist ein Arsch. Ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Ich schätze, sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Zirkator aufsteigen, damit der andere herumkommandieren kann. Okay, mit ihm gut stellen. Nochmal Lukas hatten wir, glaube ich, schon gehabt. Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit es meine ich sein Leben. Alles klar, aber es deutet ja so viel darauf hin, dass das der Lukas eigentlich ist, ne? Also er, der ist stumm, er ist, wie nennt sich denn das, nicht extrovertiert, introvertiert, so introvertiert.
So, das schreibe ich mir alles mal wieder auf hier. Okay, danke. Das ist alles. Danke. Haben wir jetzt noch irgendwas oder müssen wir jetzt unsere Arbeiten verrichten? Ich möchte eigentlich noch mal mit dem Konstantin quatschen. Okay, wieso? Okay, ich gehe da nicht rein, sonst heißt es wieder Mönch. Das ist bestimmt hier der Bruder Nevlas. Jawohl. Fried. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Nevlas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt okay. Das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Okay, ich bin hier, um zu arbeiten. Erzähl mir von dir. Ich wüsste gern mehr über die Abtwahl. Kann ich helfen? Was kann ich dir helfen, abzuwerden? Nee, weil ich bräuchte das. Ich möchte dich etwas fragen. Es ist so schwierig. Also wir wissen, Joachim ist auf jeden Fall auf der Seite von dem anderen Abt. Antonius ist eher für diesen Abt hier. Erzähl mir, wir müssen alles erfahren. Ich bin der Vorsteher dieses Klosters. Eigentlich sollte ich Sorge tragen, dass wir bescheiden leben und Überschüsse an Bedürftige verteilen. Aber in Wahrheit bewahre ich das Kloster davor, dass die Völlerei meiner Brüder und der Bau der neuen Kirche nicht alles verschlingen, was wir haben. Mhm. Ich interessiere mich für die Wahl des neuen Abtes. Nicht nur du. Alle sind deshalb so aufgeregt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, wie wir aus diesem Kloster einen besseren Ort machen könnten. Was ist denn nicht in Ordnung hier? Viele der Brüder denken lieber an ihren Bauch als ans Beten. Die Älteren verbiegen die Ordensregeln, wie es ihnen passt. Umso mehr treiben sie die Novizen zu einem vorbildlichen Leben an. Die Sünde hat hier längst Einzug gehalten, genau wie außerhalb der Mauern. Alles klar. Welche Sünden? Von welchen Sünden sprichst du? Was ist hier los? In der Bibel steht geschrieben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es steht mir nicht zu, über die Sünden anderer zu sprechen, Gregor. Alles klar. Erzähl mir vom Abt Peter, Bruder Johann. Würdest du mir erzählen, wie der neue Abt gewählt wird? Wenn der alte Abt stirbt, wird ein neuer gewählt. Alle Brüder dürfen wählen, außer die Novizen. Der Stab des alten Abtes wird an den neuen übergeben. Dann schwört er den Eid. Als Abt befasst man sich meist mit der Politik außerhalb der Klostermauern, anstatt das Kloster zu führen. Aber man hat trotzdem noch großen Einfluss auf das Klosterleben. Ist dem so. Was kannst du mir über Abt Peter sagen? Peter ist ein guter Politiker und Hirte. Aber wie du bereits weißt, ist er auch alt und gebrechlich. Die anderen Brüder haben ihn schon abgeschrieben, während ich noch Hoffnung hege. Aber du, Bruder... Du hast nichts mit den Spielchen deiner Oberin zu schaffen. Würdest du mir bei etwas helfen? Okay, was ist hier los? Was? Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Oh Gott. Okay, er möchte im Grunde den... Nein, stopp! Halt, stopp! Jetzt wird's richtig krass, was meine Gedanken sind. Und zwar, wisst ihr was? Ich mach das spannend und ich werde es euch in der nächsten Folge verraten. Ha! Ich bin sehr gemein und hinterhältig. Ah. So. Bis zum nächsten Mal. Erstmal, ciao.